Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations Episode 3 Veltros Geister. Krass. Keine Ahnung, wer das ist. Da ist er beim FBC. Deine Bemühungen sind lobenswert. Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Gute Arbeit. Hallöchen. Wer sind Sie denn, Madame? Jessica, Parker, kommen. Die Anlage wurde infiltriert. Das ist die Jessica? Bereitet euch auf die Heimreise vor. Hot, hot. Verteilt euch und geht zum Landeplatz auf dem Dach. Das ist der Befehl. Jessica und ich sichern den Flur. Kadett, bring sie sicher zum Heliport. Na gut. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. O'Brien? Die BSAA ist abgezogen. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Bei allem Respekt, die FBC macht einen großen Fehler. Wir führen schon 3 Wochen Krieg, um die Sache zu bereinigen. Es gab Rettungen und es gab Verluste. Zu viele. Aber jede weitere Verzögerung gefährdet unsere Ziele. Das ist doch wohl verständlich. Nein, leider nicht. Alles mit dem Satelliten auszulöschen wäre nur ein Schnellschuss. Wir könnten wichtige Beweise verlieren. Die Benutzung des Satelliten wurde bereits genehmigt. Wir werden hier aufräumen. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Haken. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Was ist eigentlich mit seiner Fresse los? Die sterben werden. Was das dann jetzt, Direktor O'Brien? So, alle kennen ihre Befehle. Geht auf Position. Raymond, zu mir. Ja, Sir. Da hummelt er weg. Und sie verschwinden in der Schwärze. Feinde Halle. Glaubst du, das war's? Nicht, wenn wir die Bastarde vorher erschießen. Okay. Wir spielen ganz schön viele Charaktere. Ja, da. Jill, Chris, ihn. Wer weiß, wen noch. Ich bin gleich da, Zuckerpuppe. Das ist eigentlich schon eine Waffe. Vertrauen, ne? Zuckerschnude. Wie viele sind das? 5. Wir können das nicht eindämmen. Gott helfe uns, wenn das hier rauskommt. Man wird Veltro mit Terroristen gleichsetzen. Ich glaube, genau das wollen sie. Okay. Wir töten so viele, wie wir können und... Oh, da ist noch einer. Nein, Jessica! Was machen die denn immer für komische Moves? Was ist los mit denen? Wir müssen ja alles einsammeln. Ja doch, hier ist richtig.
Ah, Junge, Granate. Gut. Was ist was? Müssen wir nur noch zum Helikopter. Der Aufzug sollte noch funktionieren. Hier lang. Heli-Schmopter, sag ich dir. Kein Problem, da kommen wir doch easy hin. Wo ist denn der Aufzug? Oh. Ich bin ganz woanders. Ich komme, Zuckerschnecke. Wo ist die denn? Hallo? Hörst du nicht? Was? Zum Aufzug geht's hier lang. Oh. Ja, Moment. Ich bin sofort da. Was sind das für Dinger? Das sollen so Hunter sein, oder? Also, muss ja auch nicht immer alles mit dem T-Virus zu tun haben, aber eigentlich schon. Das ist halt fucking Resident Evil. Das muss alles mit dem T-Virus zu tun haben, deswegen ist auch Las Plagas Murks. Ja. Oh, hi. Oh, krass, klettern können die. Ja, oh, tot. Komm rein hier, du. Ja, ich drück. Ist okay. Ich habe dich hier reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Und ich bestelle mir Hummer. Komische Strumpfhose. Was zum... Schon kaputt. Und das war der letzte funktionierende Aufzug. Scheiße. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Die sind das Böse. Ist da noch mehr Muni? Nee. Ciao. Es wäre auch cool, wenn die mal was machen würde, ne? Ist aber sehr abrupt gestorben dann. Aber man findet ja auch genug Munition. Ist ja auch eher, glaube ich, so ein bisschen Action. Nett. Ich dachte, der hat was gedroppt, aber hat er nicht. Das hat er nicht. Okay, natürlich mal schnell durchgucken. Nix. Na, immerhin. Granätchen? Nett. Nix. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nö, wir können weiter. Tschüss. Und, was hältst du von diesem O'Brien? Der BSAA-Direktor? Nicht mein Typ. So war das nicht gemeint. Ich glaube, er ist im Recht. Er muss General Morgan Paroli bieten. Sehe ich auch so. Ich glaube, in der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Du klingst genau wie er. Aber... ich wäre trotzdem gern auf der richtigen Seite. Alter, die machen aber auch immer komische Moves, die Boys, ne? Was ist los mit denen? Okay, jetzt wird's gleich interessant. Weil so viel Muni habe ich nicht mehr. Hier ist nichts. Also man muss sagen, die ballert schon schnell die Kugeln aus der Mündung, ne?
Ich muss in den sechsten Stock. Und? Muss in den sechsten Stock. Das hat nur sechs Stockwerke, das Gebäude. Ist auch ein bisschen mickrig, ne? So, zack. Und zack. Wir werden mal kurz Waffe wechseln. Wir werden mal hier direkt speichern. Nachladen meine ich natürlich. Überall nichts drin. Kann ich marschieren hier richtig? Achso, der hat es nicht mitgekriegt. Ja, ist okay. Na, ah, Jakal-Munition. Nice. Na komm. Ne? Bleib mal liegen. Schön, dann können wir mal die Knifte hier auch nochmal nachladen. Ah, hier geht's nicht mehr weiter. Ist das ein Scherz? Eine Sackgasse? Verdammt. Das können wir. Ja, Puppe, komm her. So, lass dir Zeit. Um Himmels Willen! Jessica, schnell! Ja, zum Glück lassen die sich aber Zeit, ne? Kleine Bastarde! Hoffentlich hält sie das auf! Los, der Aufzug ist da drüben! Ja, und? Der bringt uns doch gar nichts. Sind alle kaputt? Dachte ich. Eigentlich. Okay, hier können wir schön Munition sammeln. Es wirkt dann immer so, als ob das übelst lang geht. Mal gucken, vielleicht geht das doch länger. We let us überraschen. Ja. Oh. Sie sind hier. Ich glaube, sie kommen meinetwegen. Sie finden dich süß. Ich glaube auch. Ja, das finden die jetzt aber scheiße. Boah, Junge. Ungeil. Nachladen, oder? Hui. Du musst mir mehr Deckung geben. Und ich muss mehr richtig treffen. Kommt der Fahrstuhl? Ja. Oh, scheiße. Alter. Der war der King auf dem Schulhof, du.
Okay. Könnte der Fahrstuhl vielleicht... Also irgendwann wird es auch okay. Wir wissen, jetzt sind viele. Haben wir gerafft. Ah, unnötig gewesen, egal. Okay, schnell rein hier. Ja. Weg. Komm rein. Bleib da, ist mir eigentlich egal. Tu, was du willst. Oh, Mensch. Hab ja noch viel Munition. Ich dachte schon, er hält wieder an. Ja, alles okay. Kommt noch. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass Morgan die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja. Von der Erdoberfläche gefegt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Naja, ist ja schon ein Unterschied, weil bei Raccoon City wurde ja eine Atombombe eingesetzt. Wir haben getan, was wir konnten, oder? Na. Hoffentlich. Tja, vergiss nicht das Hungeressen, das du mir schuldest. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Wahrscheinlich schon. Denke ich, eine fette Wumme? Wahrscheinlich. Oh. Hey, wir müssen los. Okay, die Dame zuerst. Ja, scheißegal, Hauptsache weg. Ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht. Ausgelöschte Stadt, und damit sind wir mit dem Teil fertig. Das war von dem Kapitel der erste Teil, gehe ich mal von aus. Ne? So kann man sagen. Und da haben wir den Broski-Moski mal gespielt. Und ja, ne? So ist das wahrscheinlich gekommen. Deswegen kennen die beiden sich auch, was man ja gesehen hat. Und ich denke, da wird noch genauer drauf eingegangen. Vielleicht auch nicht. Die haben irgendein Problem, oder der eine mit dem anderen, man weiß es nicht. Es ist sehr kompliziert anscheinend. Ich bedanke mich auf jeden Fall. In der nächsten Folge geht es weiter. Wir werden sehen, wo wir jetzt weitermachen. Ob wahrscheinlich in der Kapitäns, auf der Brücke. Da wird wahrscheinlich die Story jetzt weitergehen. Ich bin gespannt. Wir lassen uns überraschen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.